Hallo Jan. Hi, na, ich Na. halte mich jetzt einfach im Hintergrund. Stefan kommt nicht, richtig? Der Stefan Kassin kommt nicht mit dabei. Nein, der hat leider Gottes keine Zeit, oder? Okay, alles klar. Alleine. Leise. Ich muss relativ laut sprechen, aber ich kann auch sein, dass mein Hintergrund so laut ist. Ich bin zu leise. Jetzt geht's. Jetzt geht's? Okay. Ja, ich kann ein bisschen lauter reden, ist ja kein Problem. Ja, ist ja kein Thema. Also Kamera ist auch zeitgleich Mikro, ist ein bisschen weiter weg von mir. Aber das ist ja kein Problem. Ja, wie soll das Ganze jetzt heute Abend eigentlich ablaufen im Großen und Ganzen? Du machst einfach dein Programm und mach das, was du richtig hältst, sage ich mal. Vielleicht auch was an Okay. Tränen. Geht ja vor allen Dingen heute Abend Trend, wie ein Trend entsteht. Ja. Genau. Ich werde heute Abend allerdings nicht im Forex anfangen. Ich werde heute Abend im DAX anfangen. Forex werden wir dann im nächsten Thema behandeln. Habe hier ein paar Marktkapitalisierungszahlen, das natürlich auch für den Forex-Markt trotzdem wichtig ist. Ja. Wie lange soll das Ganze ungefähr dauern? Je nachdem, wie lange du bist, aber ungefähr eine Stunde, je nachdem. Hä, wie lang? Eine Stunde oder wie willst du, je nachdem, was du möchtest, wie du das willst. Ich weiß, dass du Ja, 8 Minuten reden kannst. also ich werde da schon ein bisschen was machen, so ist es nicht. Das Problem ist das Hauptthema Trend, ne? Wie ein Trend entsteht. Das ist eigentlich ein Thema, das ja, sehr, 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 sehr schnell durch ist, im Großen und Ganzen, ja, weil es wirklich super einfach ist. Aber ja, ich werde gucken, dass ich das Ganze ein bisschen aufbauschen kann. Ja, Ja, definitiv. wenn du andere Themen hast, die denn wichtig sind, wir können auch eine halbe Stunde Thema behandeln und auch danach dann Fragen beantworten. Ja, das dachte ich mir sowieso, dass wir dann am Schluss so eine Frage-Antwort-Runde stellen. Genau. Ja, genau, Genau. so in etwa wollte ich das Ganze dann ein bisschen aufbauen. Ja? Stell dich vorher halt einfach auch vor. Boah, was war Ich weiß zwar nicht, warum, wie ich das ausstellen kann, dass sowas immer reinkommt, aber ich habe sowieso gleich ein Buch aus. okay, war das ein Trader oder was? Das war mein Metatrader, ja. Das hat jemand angehört wie so ein Kassensystem, so Kaching! Das ist der Metatrader, meine für die Leute, die den ich die Accounts nachgucke. Und habe ich gestern ja schon gesagt. Genau. Immer So, Chat dieses. sind jetzt schon zwei Stück im Chat, sehe ich gerade. Ja, genau. Ich habe jetzt mal schnell mal was reingeschrieben. Okay. Und wenn da irgendwelche Fragen sind, dann hole ich die einfach dann rein. Also entweder mit Kamera oder die können die Fragen am Chat stellen. Genau. Ich rufe mir auch mal den Chat auf, dann sehe ich es nämlich. Stefan, du bist jetzt auch gerade da. Willst du mit als Diskussionsteilnehmer rein? Schreib kurz im Chat. Ansonsten, wenn nicht, dann schreib mir bitte auf. So. Alles klar, Stefan, hole ich dich jetzt rein. Genau. Stefan, du bist trotzdem mit Servus. Kamera. Servus. Hey Leute. Servus, Stefan. Alexander, was geht? Ja, soweit. Na gut, ich bin ein bisschen im Eimer, aber ansonsten soweit ganz okay. Ich habe ja heute zwei Coachings, bin ein bisschen fertig, ein bisschen platt, aber ja. Direkt zwei, läuft bei dir. Oh, ich hasse das so. Definitiv. Bin ein bisschen fertig. Hatte gehofft, dass Stefan mich heute Abend ein bisschen unterstützt, aber der kann ja leider Gottes nicht wegen seinen Kindern. Mein Gott, Ja, alles tatsächlich. Ne? gut. Ging weit. Definitiv. Genau. Sollen wir dann Punkt 8 Uhr dann starten?
Ja, okay. Ja, nimmst du das auf, oder? Es läuft schon. Läuft schon, die Aufzeichnung läuft schon. Ich kann sogar noch live gehen, wenn ich möchte, bei Facebook. Super. Ja, bringt mich zu. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Alex hat heute gesagt, ich nehme Speed. Ich habe gesagt, ja, solange ich nicht Platinum 5000 muss, nehmen wir den Speed auf. Gut, da warten wir noch 2, 3 Minuten. Ja, können wir noch 5 Minuten. Alex Bender hat das gerade in den News-Channel von Market Impulse auch reingestellt. Das Ja, heißt, die das Leute. lassen wir noch 5 Minuten warten am besten. Genau. Immer mit der Ruhe. Können die da auch dazu kommen? Freue mich auf jeden Fall, dass du in Dortmund damit dabei bist. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Ja, definitiv, freue ich mich auch. Jo, Philipp. Also ich weiß jetzt von Stefan, Stefan wird auch dabei sein. Ja, der hat sich Zeit freigeschrabbelt, der wird da auf jeden Fall auch mit hochkommen. Sehr geil. Und meine neue Angestellte, die ich auch zum Co-Coach ausbilde, wird auch mit dabei sein. Also wir werden zu dritt anreisen. Ja. Und ja, nur dass du Bescheid weißt. Ja, sehr geil. Ja, genau. Der US-Euro-US-Dollar jetzt so weit runter. Ja, nach den Nachrichten, ne, ist er ganz bis schön gesagt. Ja, durchbricht gerade die Nackenlinie. Ja, das ist total eklig, weil ich da meine Stops drin habe. Lass Gesetzt und jetzt lasse ich die da auch drin. Ah, hallo Agnes. Sehr geil. Ich habe mich schon gefragt, ich höre die Agnes ja gar nicht. Wo ist denn die Agnes? Wenn sie den Applaus hört, dann lach, muss sie lachen. Genau. Ja, klar, ich habe voll die Schadenfreude, ja. Ja. Jetzt hast du nichts mehr zu sagen. Ja, das ist nicht mal mein Account, das ist ja das Problem. Aber ich habe den da trotzdem gesetzt, aber hat er da trotzdem. Scheiße. Was war das denn? Oh, da ist hier echt was zum Durchbrechen. Das war gerade mein Handy. Sell, 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 sell. Ja, warum Dann. schmeißt du dein Handy runter, hör mal? Ich wollte den Broker doch nicht anrufen, der aufs Sale gehen soll. Das ist doch sowas, aber. Aber ich würde mal vorstellen, wir können nachfragen, ne? Würde ich auch sagen, ja. Ja, Jörn, willst du die Einleitung machen oder? Ja, doch, ich stelle euch kurz vor. Also, liebes Level Up, aber auch Marktimpulse ist mit dabei. Freue mich, dass wir uns heute hier zu einem Webinar intern zusammenfinden können. Die ART Trading School ist mittlerweile ein Kooperationspartner von uns. Sie werden uns in Zukunft das Traden einfach auch schulen mit Webinaren und auch Einzelcoaching. Dafür natürlich dann müsst ihr auch selbst letzten Endes zahlen, sage ich mal, einfach noch als On-Top-Mehrwert. Aber ja, ihr das jetzt erstmal intern. Die ART Trading School, unter anderem Alex und Stefan. Alex ist heute hier, werden auch in Dortmund bei dem Event dann eine kleine Schulung von einer Stunde halten. Und ich freue mich, die auf jeden Fall jetzt hier zu begrüßen, weil das einfach nochmal von Profis für ja, uns einfach nochmal ein unglaublicher Mehrwert ist, den wir geben können in Zukunft und wo wir als Team auch noch weiter wachsen können. Denn Training ist etwas, wo wir was lernen müssen und das sagt auch unter anderem die liebe Duncan in der in Basic diesem ja, ein Student, also das heißt, lerne immer. Der Markt bewegt sich und es wird sich etwas Neues bewegen und das jetzt hier zu dem Thema. Was ist ein Trend, Alex? Übernimm das Ganze und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich klinge mich so ein bisschen im Hintergrund aus. Danke dir und hau rein. Gut, dann nochmal Hallo und schönen guten Abend von mir selbst. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alexander Reinde. Ich bin CEO der AA Trading School, bin jetzt selbst seit 6,5 Jahren aktiv an der Börse tätig als Daytrader.
seit circa 2 bis 2,5 Jahren als Coach und ja, habe schon sehr, sehr viele Leute ausgebildet, die auch eigentlich ja, relativ erfolgreich sind. Es ist vollkommen klar, nicht jeder kann einen Riesenerfolg an der Börse erwirtschaften, das ist ganz klar. Aber dafür sind eben wir da, für dann auch wirklich Wege zu zeigen, wie es dann eben doch geht. Heute Abend haben wir uns dazu entschlossen, wirklich das ein bisschen Fundamentalwissen zu vermitteln. Wir werden heute Abend mal auf einen Trend eingehen. Ja? Wie entsteht so ein Trend? Was ist ein Trend überhaupt? Ja? Wie erkennen wir einen Trend? Und so weiter und so fort. Und ich weiß, ihr seid vor allen Dingen, seid ja viel im Forex-Bereich unterwegs, aber mein Wohnzimmer sind nun mal auch die Indexmärkte. Wir werden im nächsten Webinar, also wir sind jetzt auch so übereingekommen, dass wir circa alle 14 Tage oder sogar jede Woche donnerstags ein Webinar halten. Das werden wir dann sehen. Das muss ich dann noch mit dem Jörn und mit dem Stefan besprechen, wie wir das am besten machen. Und heute will ich allerdings mal ein bisschen in mein Wohnzimmer gehen, und zwar in den DAX. Ja? Erstmal zur Klärung, wie entsteht überhaupt so ein Trend? Wir müssen natürlich wissen, der DAX ist nichts anderes wie der deutsche Aktienindex. Ja? In diesem Aktienindex haben wir 30, also die 30 stärksten AGs, also Unternehmen Deutschlands. Ja? Wir handeln im DAX nicht die einzelnen Aktien, sondern wir handeln dort den Mittelwert dieser 30 Aktien. Warum ist das wichtig? Nun, für diese Trenderkennung und zu wissen, wie ein Trend entsteht. Ja? Jetzt muss man auch noch dazu wissen, jede einzelne Aktie hat eine andere Gewichtung im DAX. Ja? Das heißt, ist für den Ausschlag im DAX verantwortlich. Das bedeutet, wir haben 6 sehr, sehr große und starke Aktien, die wirklich die Gesamtgewichtung oder die Hälfte der Gewichtung innehaben. Das ist einmal die SAP, die Siemens, Daimler, Bayer, Allianz und die BASF. Allein diese 6 Aktien haben eine Gesamtgewichtung von 48,86%, sind also quasi für die Hälfte der Ausschläge im DAX verantwortlich. Und genau so entsteht dann auch ein Trend. Ja? Jetzt gehen wir davon aus, Aktienanleger gehen hin und kaufen die Aktie der, ich sage jetzt mal, SAP. Ja, das heißt, der Markt steigt, der Aktienwert steigt. Zeitgleich gehen aber auch andere Anleger hin und sagen, nein, das ist mir zu gefährlich, ich verkaufe diesen Markt. Zeitgleich haben wir auch dann wiederum Leute, die den Markt von oben nach unten drücken. Also wir haben ein Hoch und wir haben dann wiederum ein Tief. Und da haben wir schon die ersten Trendbewegungen drin. Ja? Jetzt gibt es dann auch diese privaten Händler, also wir. Ja? Wir gehen dann hin, steigen mit in diesen Trend ein. Im Endeffekt ist ein Trend dann auch wiederum eigentlich rein psychologisch zu betrachten und verläuft eigentlich in jeweils 3 Phasen. Die erste Phase ist ganz einfach diese Euphorie. Jawohl, das Ding, das geht nach oben. Ich kaufe mich da jetzt ein, ja? Ich gehe da jetzt voll mit. Das heißt, wir als Privatanleger pulvern noch mehr Gelder in die Märkte und treiben diesen Markt weiter nach oben. Ja? Dann gibt es allerdings dann auch Leute, die sagen, machen wir lieber doch nicht. Ja? Ich ziehe da ein bisschen Gelder raus, die haben doch da ihre Take-Profits liegen oder sonst irgendwas. Und sobald Geld aus dem Markt rausgezogen wird, fällt der Markt wieder ab. Zeitgleich sehen andere Leute, der Markt fällt wieder ab. Das heißt, ich kann mich wieder einkaufen. Und so funktioniert das Ganze. So baut sich dann über längerfristig gesehen ein Trend auf. Ein Aufwärtstrend, genauso wie ein Abwärtstrend. Aufwärts- und Abwärtstrends sind eigentlich auch ganz leicht zu erkennen. Ja? Wir haben immer höhere Hochs und immer höhere Tiefs bei einem Aufwärtstrend. Der Abwärtstrend immer tiefere Tiefs und immer tiefere Hochs. Je nachdem, wie wir dann handeln, ja, verhält sich dann auch dieser Trend. Es ist vollkommen klar, dass wir als Privatanleger nicht hingehen können und die Märkte beeinflussen können. Das funktioniert nicht. Ja? Vor allen Dingen nicht im CFD-Bereich oder sonst irgendwas. Da reden wir dann wirklich über den Future-Markt. Und da ist dann wirklich voll klar, kommt klar, umso mehr Geld ihr als Privatperson habt, umso mehr könnt ihr auch teilweise ein bisschen die Märkte beeinflussen. Ja? Dann ist es im Großen und Ganzen so, wie schon gesagt, Trends sind reine Psychologie. An der Börse grundsätzlich zwischen 80% und 90% ein psychologisches Geschäft. Und so sind auch Trends zu beachten.
Ich würde gerne jetzt auch noch ein bisschen mehr in die Marktkapitalisierungen reingehen der DAX-Unternehmen. Wie schon gesagt, es ist im Großen und Ganzen so. Jetzt stellen wir uns mal vor, ja, ich sage jetzt mal die ersten 15 DAX-Aktien, ja, alphabetisch geordnet, steigen um 10%. Die anderen 15, die stagnieren, die bleiben also quasi auf Null. Ja, unwahrscheinlich, ganz klar. Aber jetzt stellen wir uns das einfach mal vor. Das würde bedeuten, der DAX, also der Mittelwert, würde um 10% steigen. Richtig? Ganz genau. Jetzt gehen wir mal hin und wir sagen, die ersten 15 Aktien steigen wiederum um 10%. Und die anderen Aktien, die anderen 15, fallen um 5%. Dann würde der DAX ja nur um wie viel? Genau 5% steigen. Richtig? Falsch. Das ist dann wieder diese Marktkapitalisierung, ja. Ich kenne Trader, die sind hingegangen und haben versucht, den DAX zu traden anhand der verschiedenen Aktien. Wollten diese als Indikator nehmen und sonst irgendwas. Das hat natürlich nicht ganz hingehauen, ja. Die Marktkapitalisierungszahl spielt ja wirklich eine ganz, 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 ganz große Rolle. Bevor wir jetzt weitermachen, wenn ihr Fragen zur Marktkapitalisierung habt oder sonst irgendwas, schreibt es mal bitte in den Chat rein. Werde ich dann gerne beantworten, bevor wir dann ins nächste Thema einsteigen. Ja? Alex, ich habe mal kurz eine Frage. Ja, Und gerne. zwar ist mir aufgefallen, dass wenn der Euro-USD sinkt, dass dann der DAX steigt. Ganz genau richtig. Das sind wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen dem Forex-Markt, gerade Euro-US-Dollar und dem DAX. Es ist ganz klar, wenn der Euro stärker wird, ja, heißt das, die Firmen in Deutschland können weniger exportieren. Wenn diese Firmen, diese Unternehmen weniger ins Ausland exportieren können, sinkt automatisch der Wert der jeweiligen Aktien. Wenn der Aktienwert dementsprechend sinkt, sinkt natürlich auch die Kapitalisierungsrate, das heißt, der DAX fällt ab. Ja? Das sind diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, zum Beispiel Euro, US-Dollar und DAX. Ja? Dann ist es auch so, auch andere Indexmärkte spielen da eine ganz, 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 ganz große Rolle. Ja? Nehmen wir zum Beispiel mal den S&P 500, den Standard & Poor's 500. Standard & Poor's kennt jeder von euch, denke ich mal, ist diese große Ratingagentur, die ja, die Länder quasi bewertet, wie kapitalwürdig die sind oder wie kreditwürdig ein einzelnes Land ist. In diesem Markt sind die 500 stärksten US-amerikanischen Unternehmen vertreten. Und das ist auch der Weltindex. Ja? Nach diesem Index richten sich alle Indexmärkte. Vor allen Dingen ab 15:30 Uhr, wenn die Haupteröffnung ist. Ja? Dann richten sich danach wirklich alle Märkte. Das heißt, steigt der, wird alles andere fallen und so weiter und so fort. Was man auch noch im DAX beachten muss, man sollte auch immer ein bisschen die asiatischen Märkte im Auge behalten. Den Nikkei und den Shanghai Composite, ja, die zwei stärksten asiatischen Märkte. Denn viele Unternehmen in Deutschland sind auch in Asien vertreten. Je nachdem, wie diese gehandelt werden, das schlägt sich dann morgens auf die DAX-Werte aus. Okay? Stefan, Frage damit beantwortet? Jo, perfekt beantwortet. Danke dir. Eben wollte noch jemand was fragen? Habt ihr eben noch jemanden gehört? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst vorstellen. Keiner mehr. Okay. Also das sind so diese wirtschaftlichen Zusammenhänge. Oder wenn ihr zum Beispiel Rohstoffe handeln wollt, wie Gold, ja, da kann man auch sagen, das kann man auch ein bisschen dann den DAX als Kontraindikator nehmen. Steigt der DAX, fällt der Goldwert. Und genau andersrum. Ja. Also es sind so viele kleine Kontraindikationen, die wir da wirklich haben und auch handeln können. Auch an den Kerzen sehen wir, an den verschiedenen Kerzen, in allen Märkten sehen wir, wo Leute nach unten drücken, wo Leute nach oben drücken, wie die Preise sich verhalten, wie die Preisschwankungen sind und so weiter und so fort. Ja. Haben wir nach oben einen langen Docht, nach unten einen kleinen Kerzenkörper, wissen wir, okay, der Markt wird jetzt erstmal fallen. Genauso auch andersrum. Ja. Wenn man das ein bisschen versteht, das ein bisschen miteinander kombinieren kann, ja, das ist Trading wirklich eigentlich eine leichte Sache. Man muss halt einfach die Märkte verstehen können. Man muss verstehen können, was handeln wir da überhaupt. Ja?
Ihr müsst die Märkte kennen, die ihr handelt. Ihr müsst das Finanzprodukt kennen, das ihr einfach handelt. Ja? Es bringt euch nichts, wenn ihr 30 verschiedene Märkte handelt, aber diese 30 verschiedenen Märkte nur zu jeweils 5 oder 10% kennt. Das bringt euch ja nichts. Ja? Ich persönlich gehe hin, ich handle 5 verschiedene Märkte, also Hauptmärkte. Ja? Diese 5 Hauptmärkte kenne ich aber wirklich zu 100%. Ich weiß, wenn das passiert, passiert das. Ja? Dementsprechend kann ich mich dann auch darauf einstellen. Ja? Das ist eben, das macht wirklich professionelles Trading aus in meinen Augen. Sonst noch Fragen zur Kapitalisierungsraten oder sonst irgendwas? Oder ganz kurz noch, ist es vollkommen klar, die Forex-Märkte sind natürlich am höchsten kapitalisiert. Ja, vollkommen klar. Forex ist auch sehr, sehr schön zu traden, da sehr hohe Volatilität und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, ich bin eher in den Indexmärkten, die laufen halt einfach ein bisschen stabiler. Ich kenne diese Indexmärkte einfach und ich möchte euch nochmal kurz sagen, wie die Zahlen sich da verhalten von den Kapitalisierungsraten. Vor 14 Tagen war die gesamte Marktkapitalisierung des DAXes noch auf ca. 1,43 Billionen Euro. 14 Tage später mittlerweile ist er rund bei 1,2 Billionen. Das heißt, es wurden sehr, sehr viele Gelder rausgezogen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum ist er dann aber so weit gestiegen? Diese Zahlen sind sehr aktuell, diese Zahlen sind von heute Morgen. Wie wir gestern gesehen haben, der ein oder andere von euch, ist der DAX sehr, sehr weit nach unten durchgefallen. Ja? Circa 100 Punkte, noch ein kleines bisschen mehr. Das Schlimme ist, ich habe sehr, sehr viel auf Facebook gelesen, diese Panikmacherei. Ja? Börsencrash, der DAX stürzt ein, oh Gott, ja, schwarzer Freitag und was weiß ich was, ja, wir erinnern uns alle an 2006. Leute, ganz ehrlich, er hat nichts anderes gemacht, wie einfach nur eine Unterkante einer Range angetestet und ist dann wieder nach oben durch. Und daher diese Zahl, ja, das sind knapp 100 Punkte gewesen und das halt in den Future-Märkten, das ist ein Haufen Geld. Deshalb ist diese Rate von 1,43 auf 1,2 Billionen eben gesunken, ja. Wenn ich mir jetzt morgen früh wieder neue Zahlen hole, nach dem Aufschwung von heute, ja, wird die Zahl auch wieder dementsprechend steigen. Ja, ich hoffe, das hat jeder ein bisschen verstanden. Gibt es sonst jetzt momentan noch irgendwelche Fragen dazu, was das angeht? Ja, Stefan oder die anderen Teilnehmer. Also ich habe dazu jetzt keine Fragen, aber wenn ihr Fragen habt von den Zuschauern, schreibt in den Chat oder sagt, ihr wollt kurz einen, egal wer das jetzt ist, hier ist jetzt die Situation, dass wir jemanden haben. Sorry, mein Internet ist scheiße. Gehen wir davon aus, dass für die meisten einfach zu neu die Indexmärkte, weil die meisten im Forex-Markt unterwegs sind. Ja, beim Forex-Markt hat es ja auch manchmal solche Bewegungen. Ja, das stimmt. Also Börsencrash kann man... Das war schon ganz lustig, konnten ja auch beobachten gestern auf Facebook. Ganz genau, also da ist eine riesen Panikmache immer wieder. Und wenn man nur ein bisschen Ahnung von Börse hat, ja, und ein bisschen Ahnung von Markttechnik hat, dann weiß man ganz genau, was gestern passiert ist, dann weiß man ganz genau, was zu handeln war. Und also ich finde das immer wieder lachhaft. Ne? Kaum stürzt irgendein Markt um 100 Punkte ab, das sagt jeder Börsencrash. Das ist immer wieder sehr, sehr lustig, bin ich ganz ehrlich. Also wir hatten, 2006 hatten wir einen Börsencrash, ja, das weiß jeder. Da hatten wir Werte im DAX, mittlerweile sind wir bei über 13.000 Punkten, ja. Wir waren 2006, waren wir 10.000 Punkte tiefer gewesen, ja. Das war ein Crash, aber nicht, wenn der mal 100 Punkte runterfällt, ja. Ganz ehrlich, ich freue mich drüber, wenn das Ding 100 Punkte fällt, weil wir als Daytrader können dabei einfach nur Geld verdienen. Ja, so einfach ist das. Es ist auch im Großen und Ganzen so, viele fragen mich immer, ja, was machst du als Trader? Ja, zu was bist du überhaupt gut? Ja, du kassierst Kohle für ein paar Mausklicks, ja, und das war's dann. Im Endeffekt ist das Ganze so, egal, ob ihr in den Indexmärkten unterwegs seid, ob ihr im Forex-Markt unterwegs seid, ob ihr in den Rohstoffen unterwegs seid oder sonst irgendwas. Ja, es gibt ja zigtausende von Märkten, ja. Wir als Trader, das muss jedem klar sein, wir als Trader sind eigentlich nichts anderes wie das Benzin, das den Motor der Weltwirtschaft am Laufen hält. Ja? Genau das machen wir. Natürlich verdienen wir dabei dann dementsprechend Geld. Ja? Aber wir sind auch für die Preisgestaltung verantwortlich. Das ist unsere Arbeit. Ja? Wenn zum Beispiel die Lufthansa im Januar sagt,
wir wollen im Januar schon Tickets verkaufen für den August. Ja, da sind wir jetzt wieder im Future-Bereich unterwegs, also in den Terminkontrakten für die Zukunft. Ja, da wird im Januar der Preis des Kerosins ausgehandelt, was der im August kostet. Dementsprechend können die dann die Preise gestalten. Ja, das passiert dabei. Dann auch im Kaffee oder sonst irgendwas an den Goldpreisen. Wir als Trader handeln zum Beispiel, wenn wir Gold handeln, ja, was der Goldschmuck kostet, was ihr eurer Frau kauft oder sonst irgendwas, das handeln wir als Trader an den Märkten aus. Diese Preise. Ja. Also lasst euch auch bitte nicht einreden, wir als Trader wären für die Wirtschaft völlig uninteressant und wir würden alles nur ausnutzen oder sonst irgendwas. Das sind wir ganz und gar nicht. Wir sind die Wirtschaft. Ja. Das muss jedem klar sein. Wir sind die Wirtschaft. Wir halten das ganze System am Laufen. Ja. Mit unseren Einsätzen, mit unseren Verdiensten, aber auch mit unseren Verlusten. Vollkommen klar. Dann, es muss auch jedem klar sein, die Börse ist kein Apfelbaum. Ja? Die Börse ist auch keine Gelddruckmaschine. Die haben in Frankfurt oder sonst irgendwo nicht unten im Keller irgendwelche Gelddruckmaschinen stehen, sondern Börse ist einfach nur eine Geldumverteilung. Eine Geldumverteilung, das heißt, wir als Trader handeln gegen andere Trader. Ja? Gegen andere Trader, gegen andere Firmen, gegen andere Großkonzerne, AGs und so weiter und so fort, Banken und was es da so alles gibt. Ja, und da ist wirklich so, eine 1:1 Situation, gewinnt der eine, verliert der andere. Die Kunst dabei ist, einfach besser zu sein wie die anderen. Ja, es ist wirklich so, 95%, das ist eine sehr hohe Zahl, aber 95% aller Privatanleger weltweit gehen pleite, schreddern ihre Konten. Und warum machen sie das? Ganz einfach, weil sie absolut keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, was sie überhaupt machen. Nur 5% weltweit überstehen langfristig. Das sind dann aber auch die 5%, ja, die eine Ausbildung gemacht haben, die sich weiterbilden und so weiter und so fort, die sich eben Fachwissen aneignen, die sich Wissen aneignen, ja, um zu sehen, was muss ich überhaupt machen? Ja? Wie werde ich besser wie die anderen? Ja? Das ist das Wichtige. Das ist das A und das O. Trading ist ein Beruf wie jeder andere auch. Man muss ihn erstmal erlernen. Ja? Keiner geht direkt aus der Schule und ist direkt Profi in dem, was er machen will. Nein, er muss es erstmal lernen. Und genauso ist auch das Ganze im Trading. Und wir, die 5%, die eben was können, die wissen, was sie machen, wir laden uns ganz einfach an den ganzen 95%, die da rumrennen und nicht wissen, was sie machen sollen. Ja? Und die sind dann auch diejenigen, die dann sagen, oh Gott, was ist alles doof, ja, und was weiß ich was. Ja. Okay, soweit gut verstanden. Okay, gut. Ist jetzt ein bisschen abschweifend vom Thema, aber das wollte ich jetzt auch mal unbedingt gesagt haben, ja, dass es wirklich so ist, dass eine Ausbildung wirklich was Wichtiges ist. Also ich will hier jetzt nicht großartig Eigenwerbung machen oder sonst irgendwas. Das möchte ich gar nicht, das ist auch nicht der Hauptzweck dieses Webinars, aber ich bin ganz ehrlich, es geht mir, auf gut Deutsch gesagt, wirklich ein bisschen auf den Senkel, ja, wenn ich dann höre, Börse ist alles schlecht, Börse ist alles doof und ihr habt nur so viel Glück und was weiß ich was, nein, haben wir nicht, ja, wir arbeiten dafür, das muss jedem von euch klar sein und lasst euch auch da irgendwie nicht runterputtern oder sonst irgendwas. Okay, nochmal meine Frage, gibt es Fragen generell? Jetzt zu dem heutigen Thema. Wir sind ja da, um Fragen zu beantworten. Ja? Also Frage habe ich keine, aber ich kann nicht nur zu 100% bestätigen. Also ich sehe das ja wirklich jeden Tag, dass Leute ihre Accounts schreddern mit mehreren tausend Euro. So. Also bitte an diese Leute, nehmt da ein bisschen Geld in die Hände und lasst euch ausbilden. Das ist da auf jeden Fall besser investiert, als dass ihr einfach mit euren gefährlichen Halbwissen an die Börse geht und das ganze Geld verliert. Richtig. Dann ist es auch so, und geht bitte nicht hin und sagt, ja, ich gucke mir seit 3 Jahren Videos auf YouTube. Glaubt ihr wirklich, dass es irgendeinen Coach auf dieser Welt gibt, der für seine Arbeit nicht bezahlt werden will? Erstens, ihr investiert nicht das Geld in den Coach, der euch ausbildet oder sonst irgendwas, sondern in euch selbst. Das schon mal grundsätzlich. Das zweite ist, ja, auch ich habe Videos auf YouTube,
wo ich ein bisschen was erkläre oder sonst irgendwas. Stellt euch das Ganze so vor, ihr könnt zum Beispiel nicht schwimmen, ja, ihr geht mit mir ins Schwimmbad. Ich springe ins Becken rein, ich zeige euch die Schwimmbewegungen, ihr sagt, cool, mache ich auch, springt rein, geht unter. Warum? Ihr habt vielleicht die Schwimmbewegung gesehen, wie man das macht, aber die Technik, die Atemtechnik und so weiter, was da alles dran steht, das seht ihr eben nicht. Und genau das passiert auch bei den Leuten, die sagen, ich gucke mir seit 2 Jahren YouTube-Videos an, ja, und bin trotzdem pleite gegangen. Wie kann das passieren? Ja, und genau das ist es eben. Kein Coach der Welt gibt sein Wissen kostenlos weiter. Das ist einfach so. Denn auch wir als Coaches haben dafür, wir müssen erstmal investieren, bezahlen, ja, und wirklich uns ständig weiterbilden, ja. Das muss wirklich jedem klar sein. Ich denke, da pflichtet mir auch der Stefan Holzer definitiv zu, was das angeht, und auch der Jörn. Ja, genau. Also ich habe das Coaching selbst gemacht, mir hat es extrem geholfen. Und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, bevor ihr eure Account schrottet und sonst was. Okay, und die Agnes freut sich gerade riesig im Hintergrund. Nein. Sie ist am Train. Ja, klar, was soll es auch sonst machen, ne? Als Trader. Vollkommen logisch. Okay. Ansonsten sehe ich hier gerade momentan wirklich keinerlei Fragen, was mich ein bisschen wundert. Also entweder habe ich alles relativ verständlich erklärt oder es gibt einfach keine Fragen. Also wie schon gesagt, Trends entstehen wirklich aus reiner Psychologie. Ja. Wechseln wir nochmal kurz in das Trendthema bei den Future Market. Es ist im Großen und Ganzen so, morgens ab 10 Uhr, ja, werden die ersten Vertragsdinger oder sonst irgendwas meistens bei irgendwelchen Banken gemacht oder sonst irgendwas. Und da ist dann auch eine der höchsten Volatilitäten im Markt. Und das ist das, was ich dann eben sagte. Banken schließen Verträge ab. Ja? Der Markt steigt oder fällt, je nachdem. Wir als Privatanleger kaufen uns damit ein und gehen einfach mit den Trends mit. Mehr ist eine Trendentstehung einfach nicht. Also charttechnisch oder markttechnisch zu analysieren, ja, wie das dann mit Zahlen und allem drum und dran gehandhabt wird, völliger Nonsens. Ja. Das hat weder was mit vielen Zahlen zu tun, noch mit hoher Mathematik zu tun. Das ist einfach reine Psychologie, so eine Entstehung des Trends. Mehr ist es einfach nicht. Ja. Jeder, der jetzt erwartet hat, dass ich jetzt hier mit irgendwelchen großen Zahlen und Rechenbeispielen und was weiß ich was um mich werfe, den muss ich leider enttäuschen, denn wie schon gesagt, mehr ist es wirklich nicht. Ja, es ist reine Psychologie. Das muss jedem klar sein. Gut. Stefan, wie läuft eigentlich dein Trading momentan? Ja, ganz ehrlich gesagt, die letzten Tage nicht so gut. War ein bisschen... Er hat einen sehr, sehr, sehr doofen Trade gesetzt und wir mussten bis zum letzten Risikominimierung machen. Irgendwie hat der Account überlebt, alles ist okay. Also, Minimierung. Okay. Ist noch alles gut gegangen, sagen wir so. Ist noch alles gut gegangen. Also hast Aber ich habe wieder einen doofen Fehler gemacht. Ich wollte mal die Newskerzen probieren. Also ich bin da in Newskerzen eingestiegen, aber diese News haben doch trotzdem mehr verändert, als ich gedacht habe. Ja, bist aber wahrscheinlich in die Newskerze rein und das Ding, das kam dann wieder sofort zurückgeschossen. Na, genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Genau, das ist es ja. Das waren sehr High-Impact News und sehr wichtige bei AOD. AOD. Weiter hochgeschossen, als er gedacht hat. Bruttoinlandsprodukt. Ich glaube, das hat die Wirtschaft ein bisschen verändert, den ganzen Markt. Dezent, ja, ganz dezent. Ganz dezent, ja. Genauso wie auch heute die. Ja. Genau, Chaos-Strategie, schreibt der Philipp. Genau, Chaos-Strategie. Aber das ist Agnes-Strategie. Aber egal. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen analysieren, woraus und in welchen Charts du, vor allem in welchen Timeframes, du einen Trend festmachst. Weekly, Monthly, beziehungsweise Daily, wo guckst du als erstes, wo fängst du an, deinen Trade überhaupt einfach mal zu analysieren, zu erkennen? Und wo gehst du zum Schluss dann rein? Unter welchen Bedingungen gehst du rein? Und vor allem, in welchem Chart gehst du dann tatsächlich rein? Gehst du im Daily-Chart rein oder gehst du eher im 5, 15 oder 30-Minuten-Chart rein? Wie setzt du diesen Trade? Also im Großen und Ganzen so, mein Trading-Tag beginnt eigentlich folgendermaßen.
ich setze mich morgens hin, so um 7, 7:30, ja, schmeiße die Kiste an und dann gehe ich erstmal den Stundenchart. Für mich ist der Stundenchart mein Analysechart. Ja, ich gucke mir dann da alles raus, sind wir gerade an Range-Kanten etc. pp. Meistens gehe ich schon hin sonntags abends, schreibe mir dann diverse Sachen raus, Unterstützung, Widerstände, ja, ob es große Unterstützung, große Widerstände ist, ob es markttechnische Trendumkehrformationen vorhanden sind und so weiter und so fort. Das Ganze schreibe ich mir dann immer schön auf einen Zettel neben drauf. Ja, ich bin da wirklich noch so ein bisschen oldschool und gehe dann hin, ja, und wechsle dann in meinen Handelschart. Mein Handelschart ist der 5-Minuten-Chart. Ja, denn ganz ehrlich, der M1 oder sonst irgendwas, das ist mir persönlich viel zu stressig, ja, ich bin da lieber im M5 unterwegs und ich habe in meiner Ausbildung, in meiner Einstiegsausbildung habe ich allein 13 Strategien, ja, mit unterschiedlichen Chancen-Risikoverhältnissen und so weiter und so fort, dementsprechend auch die Anpassung des Take-Profits, des Stop-Losses und so weiter und so fort. Und warum habe ich so viele Strategien? Ganz einfach. Ich will auf jede Marktsituation einfach die passende Antwort haben, ja. Und wenn ich so viel zur Verfügung habe, ja, dann glaubt mir, es wird immer eine passende mit dabei sein, ja. Und selbst wenn ich an einem Tag nur 2 oder 3 1:1 Strategien traden kann, ja, weil der Markt einfach sonst nichts hergibt, aber bitte nicht erschrecken vor 1:1 Strategien. Wenn eine 1:1 Strategie irgendwas zwischen 30 und 50 Punkten liegt, ja, dann ist das eine Menge Holz. Dann ist das viel Zeug. Ja. Bei einer gewissen Accountgröße, sage ich mal, jetzt handeln wir mit 10 Kontrakten im Markt. Ja. Bei 10 Kontrakten fällt sich das Ganze so, je Punktbewegung haben wir 10 Euro Kontobewegung. Und bei 50 Punkten, bei einer 1:1 Strategie, haben wir pro 1:1-Strategie 500 Euro, wo wir verdienen können. Ja? Das Ganze machen wir 3-mal, dann haben wir an einem Tag 1.500 Euro verdient. Also bitte nicht über so 1:1-Strategien lächeln oder sonst irgendwas. Das können teilweise die besten und sichersten Strategien sein, die es gibt. Ja? Eine Trendfolgestrategie zum Beispiel handle ich mit einem Mindest-CRV von 1:4 zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich will mal mindestens das 4-fache von dem verdienen, was ich riskiert habe. Das passiert dann natürlich dementsprechend nach genauen Regeln, nach einem genauen Regelwerk, je nach Strategie mit genauen Einstiegspunkten, genauen Stop-Loss-Punkten, dementsprechend auch das passende Break-Management, ja, ob wir jetzt CRV 1:1 oder einen CRV von 1:2 handeln. Der Stefan kann davon ein Lied singen. Ja, dementsprechend handle ich dann. Also ich gehe nicht hingucken, 4-Stunden-Chart oder sonst irgendwas oder Daily, das interessiert mich als Daytrader alles gar nicht. Ja. Wenn ich mir einen Swing-Trade aufbauen will, selbst da handle ich dann im Stunden-Chart. Ja. Also höher gehe ich eigentlich gar nicht, wie 5 Minuten oder Stunde. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage ein bisschen beantworten. Ja, ja, sehr gut. Danke dir. Auf jeden Fall. Es ist immer interessant, deshalb habe ich die Frage gestellt, wie die unterschiedlichen Trader halt die unterschiedlichen Analysen machen. Du gehst gar nicht in die großen Charts jetzt gar nicht so ganz so doll rein. Andere sagen, die tatsächlichen Bankentrader wiederum gucken das Ganze im Daychart. Der Trader, will ich jetzt nicht namentlich hier nennen, haben wir heute auch darüber diskutiert. Und das ist halt immer jeweils unterschiedlich. Und genau das ist das, was wir, denke ich, auch beachten müssen als Daytrader, dass jeder unterschiedliche Support- und Resistance-Linien in unterschiedlichen Timeframes beachtet und auch entsprechend gegeneinander dann traden. Ja? Und dadurch sich ja die Preisentwicklung, die du ja eben schon genannt hast, denn wir sind diejenigen, die den Preis machen, unglaublich, entwickeln. Ja, das heißt, letzten Endes sind wir diejenigen, die den Euro, US-Dollar oder andere, egal wen, ich nehme den Euro, US-Dollar gerne als Leitwährung, bestimmen.
letztendlich nicht mit einem, mit einem Trade von 0,01, ja, in der Masse und dennoch in der Größe von diesen kleinen Anlegern, ja dann doch letztendlich, und wir müssen gucken, dass wir auf diesem Markt dann trotzdem unseren eigenen Profit rausziehen. Und ich denke, das ist das, das ganz Wichtige, dass wir halt einfach verstehen, was dieser Markt macht und wir zum Schluss, und das haben wir beide gestern auch nochmal besprochen, die Menschen dazu ausbilden. Und das ist, was unterm Strich dabei kommen muss, pro Monat und pro Jahr. Richtig, also das ist im Großen und Ganzen so, vor allen Dingen das Wichtige, eines der wichtigsten Wörter für mich im deutschen Sprachgebrauch ist das Wort Mehrwert. Ja? Es geht darum, dass wir in der Ausbildung einen Mehrwert erhalten können. Ja? Also das ist schon mal das aller Wichtigste. Des Weiteren ist es so, man sollte in der Ausbildung auch immer dann einen festen Ansprechpartner haben. Bei uns läuft das Ganze so ab, wir haben zwei feste Ansprechpartner. Das kann auch jeder, der in der Level-Up-Gruppe ist, auf Telegram oder sonst irgendwas, kann das auch definitiv bestätigen. Das ist einmal der Stefan Kassin und einmal ich. Ja. Wir haben euch ja auch schon ein paar Mal ein bisschen unter die Arme gegriffen in einigen Situationen oder sonst irgendwas. Haben dort auch schon ein bisschen unser Können unter Beweis gestellt, vor allen Dingen. Und es ist wirklich so, ich als Daytrader, ja, mich interessiert nicht, was vor 3 Monaten war oder was vor 3 Wochen war. Mich als Daytrader interessiert, was war gestern, was war vorgestern. Vielleicht noch vor 3 Tagen, aber auch nur vielleicht. Ja. Alles andere interessiert mich als Daytrader überhaupt nicht. Ja. Von daher habe ich genau diese 2 Zeiteinheiten. Ja, einmal den 5 Minuten und einmal den Stundenchart. Und auch da, wenn wir da unsere Unterstützung und Widerstandszonen einzeichnen, ja, gerade diese 2 Zeiteinheiten, der M5 und der H1, ja, die passen wirklich sehr, sehr gut übereinander. Denn das, was ich im H1 einzeichne als große Unterstützung oder Widerstandszone, ja, kann ich auch direkt auf den M5 übertragen. Ja. Deshalb nutze ich genau diese 2 Zeiteinheiten. Ja, okay. Ja, dann ist es auch definitiv so, ist richtig, Jörn und ich, wir haben uns noch gestern Abend sehr, sehr spät noch sehr gut unterhalten. Das stimmt. Erstmal nochmal Dankeschön für das nette Gespräch über Telegram mit dir. Und ja, mehr gibt es, wie schon gesagt, zum Trend oder zur Trendentstehung im Großen und Ganzen nicht zu sagen. Weil es bringt mir jetzt auch nichts, oder es bringt euch vor allen Dingen auch nichts, euch die Formel für die Errechnung der Marktkapitalisierung der verschiedenen Unternehmen gegen den Kopf zu schmeißen, dann ja, muss man es als Daytrader wissen. Ich bin ganz ehrlich, nein, man muss es nicht unbedingt wissen. Es gehört aber ein bisschen zum Fachwissen mit dabei, dass man sich das ein bisschen aneignen sollte. Aber wirklich wichtig für den Handel sind diese mathematischen Formeln eigentlich eher weniger. Gut. Sonst noch Fragen in der Runde? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, keine Fragen mehr. Jetzt ist mir immer zu gut erklärt. Wie schon gesagt, heute war der Indexmarkt dran. Wir werden den nächsten werden wir rein auf den Forex-Markt beziehen. Ja. Auf die Währungspaare, auch die Währung, auch den Zusammenhang der verschiedenen Währungspaare. Es gibt Währungspaare, die man auch dann dementsprechend als Kontraindikation handeln kann. Ja? Und darauf werden wir dann definitiv eingehen. Ob ich das mache, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich der Stefan Kassing machen. Was? Ja, gibt es eine Formel für Stop-Loss? Eine Formel für Stop-Loss. Renato, okay. Eine Formel für Stop-Loss. Nein, oder wie meinst du das? Du meinst dann deine Positionsgrößenerrechnung? Oder du meinst, wo du den hinzulegen hast, wie groß dein Initialrisiko dann ist? Oder wie meinst du das? Warten wir mal noch kurz. Okay, aber das mal kurz als Einleitung. Also,
Ich weiß teilweise nicht, wie ich definieren muss. Okay, es ist ja im Großen und Ganzen so. Bleiben wir mal kurz bei dem Trend. Ein Trend haben wir zum Beispiel in einem... Ja? Also, gehen wir mal zum Beispiel im Aufwärtstrend. Ja? Im Aufwärtstrend haben wir ja definitiv auch bestätigte Tiefs. Und wir haben Hochs, wir haben immer wieder neuere Tiefs. Und an diesen bestätigten Tiefs, da kommen die Stop-Loss-Punkte hin. Allerdings auch nicht an die Kerzenkörper, sondern an die Kerzendochte. Das ist das Wichtige. Ja? Ihr müsst immer den Stop-Loss-Punkt an die Dochte legen und immer an diese bestätigten Sachen. Die Stop-Loss-Punkte müssen so definiert sein, dass wenn der Markt dort durchschießt, ja, der Markt sowieso in eine andere Richtung unterwegs ist, wie wir ihn eigentlich haben wollen. Ja? Und das ist je nach Strategie eben halt auch unterschiedlich. Ob ihr jetzt eine Range-Strategie macht, ob ihr einen Range-Breakout handelt oder eben jetzt dann diese Trendfolge handelt, ja, oder auch einen Trendumbruch. Immer an die bestätigten Sachen im Markt legen, ganz wichtig. Ja, immer so definieren, dass wenn er da durchgeht, er sowieso in die andere Richtung unterwegs ist. Okay? Gut, ganz genau. Und die Positionsgrößenerrechnung, gut, das ist dann nochmal ein Thema als solches. Da werde ich dann auch im nächsten Webinar noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie man das dann errechnet in den Indexmärkten und auch in den Forex-Märkten. Da habe ich gesehen in der letzten Zeit bei ein paar Studenten, die eben gerade aus dem Forex-Markt kamen, dass sie eben damit auch ein paar Probleme haben mit dieser Umrechnung. Ja? Deshalb werden wir da auch noch ein bisschen mehr, näher drauf eingehen. Also wie schon gesagt, das nächste Webinar wird wahrscheinlich der Stefan Kassing, mein Geschäftspartner und guter Freund halten, denn der hat sich wirklich auf den Forex-Markt spezialisiert, so ein bisschen. Und ja, wie sieht denn dein Chart aus? Handelst du allein die Kerzenformation? Okay, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich bin ein wirklicher Oldschool-Trader, das heißt, ich handle komplett ohne Indikatoren. Ja? Ich brauche keine Indikatoren oder sonst irgendwas. Ich höre einfach nur auf die Sprache der Kerzen. Ja? Ich weiß, welche Kerzen ich brauche zum Handeln. Ja? Und das ist das Wichtige. Ich habe damals gelernt in meiner Ausbildung, die Kerzen zu lesen. Und eine Kerze sagt mir mehr wie jeder Indikator. Ja? Denn was sagen uns ein Indikator? Ein Indikator zeigt uns erst dann was an, wenn das Geschehene schon passiert ist. Ja? Und da brauche ich keinen Indikator für. Ja? Also ich bin wirklich oldschool, bringe das auch meinen Leuten wirklich oldschool bei, ja, mit den verschiedenen Kerzen und so weiter und so fort, was die zu bedeuten haben und. Ihr müsst das Ganze so sehen, ich komme eigentlich aus den Future-Märkten und im Future-Markt haben wir ein sogenanntes Orderbuch. In dem Orderbuch wird angezeigt, wo wer wie positioniert ist, mit wie vielen Kontrakten. Ja? Und dort kann man wirklich wunderbar sehen, wenn eine Kerze erscheint, also eine Long-Kerze, ja, und plötzlich sackt der Kerzenkörper ab und wir haben einen großen Docht, ja, also einen langen Docht nach oben, dann könnt ihr wirklich sehen anhand von den Zahlen vom Orderbuch und vom Chart, ja, wie viele Leute dort short positioniert sind und den Markt runterdrücken. Ja, und wenn man sowas weiß und das auch dann auf den Forex oder auf die CFD-Märkte übertragen kann, ja, wenn man sowas lernt, das ist eine sehr, sehr schöne und entspannte Traderei. Okay, ich hoffe, Frage konnte ich beantworten. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Gut. Noch Fragen da? Ja, wenn jetzt nicht noch weitere Fragen sind, dann würde ich sagen, beenden wir das auch für heute. Ja. Ansonsten stellt sie, solange wir jetzt noch dabei sind und auch noch Fragen beantworten können. Aber hier könnt ihr jetzt sehen, was unterschiedliche ja, Strategien du am Markt haben kannst. Einmal kannst du ganz klar in Richtung der Strategie Pattern gehen, mit dem, was Christopher Terry mit dem Harmonic Scanner seine Hauptstrategie ist. Du kannst aber auch genauso in Richtung beispielsweise Legs Wave gehen. Ja, er ist auch derjenige, der eher in Richtung Kerzen geht und Differenzen im Markt sucht.
So, und hier hast du wiederum eine ganz andere, ohne Indikatoren. Und da siehst du jetzt im Prinzip auch schon, wo du die unterschiedlichen Trader-Situationen hast, wo sich einfach der Markt auch letztendlich genauso bewegt, wie er sich bewegt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die AR Trading School dabei haben dürfen. Danke an dich, Alex, und auch an Stefan, auch wenn er jetzt heute nicht da ist, dass ihr das für uns macht und ihr uns quasi die Möglichkeit gibt, noch zusätzlich auch Daytrader wirklich zu werden. Denn wir müssen verstehen, was der Markt wirklich macht und verschiedene Situationen. Und da freue ich mich auch, dass ihr dann in Dortmund mit dabei seid bei dem Event. Und das jetzt einmal an euch. Gerne dürft ihr auch in Dortmund dabei sein. Wir machen vorher eine einstündige Schulung. Und danach haben wir dann ein Event, wie auch die anderen Events, aber halt ohne die Amis. Und eine Präsentation zu iMarkets Live haben, nur intern. Dann halt diese Schulung. Und ich freue mich, dass ihr da ebenfalls dabei seid. Danke dafür schon mal von meiner Seite. Und wenn dann jetzt keine Fragen mehr sind, dann würden wir das halt auch halt beenden. Sehr gerne. Eins würde ich noch gerne mit dazufügen. Wenn jetzt noch Fragen aufkommen sollten, jetzt im Nachhinein oder sonst irgendwas. Auch ich bin auf Telegram unterwegs. Schreib dich da einfach privat an. Ja? Ich werde dann auch auf die Fragen eingehen. Ja? Und gucken, dass ich sie auch relativ zeitnah dann beantwortet kriege. Ja? Also wenn Fragen auftauchen sollten, einfach anschreiben. Ja. Wir werden dann definitiv schauen, dass wir das alles unter einen Hut kriegen können. Okay? Jo, Alex, auch von mir danke für deine Zeit, für dein Wissen, wie du viel mitnehmen können. Und jo. Ich habe zu danken. Und wie schon gesagt, wir unterhalten uns noch, wir drei, wann wir das nächste Webinar starten. Ja. Ob wir das jetzt im 14-Tage- oder im Wochenrhythmus machen, das sehen wir dann. Das können wir dann die Tage über klären. Gut, alles klar. Dann von meiner Seite auch nochmal Dankeschön. Hat Spaß gemacht, war schön. Und ich wünsche jetzt allen erstmal vorher einen schönen Feierabend. Okay? Okay. Ciao, Leute. Ciao. Ciao, ciao.